Thank you. That's the best tea I've had in ages. Everything is coming back to me. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play aus der 1002 mit mir, King Falke. Und das macht mir ja den Wimmelbird hinter die Tür und so weiter und so fort bekommen. Und wir haben jetzt den Knopf. Wo war nochmal? Das war. War das an der? Nee. Nee, hier war das auch nicht. Nee. Oh, irgendwo? Nee, doch hier hinten. Stimmt, hier. Um die Riege. Um die Riege zu entfernen, musst du die Drachenköpfe in einer bestimmten Position drehen. Die korrekte Position findest du anderswo. Heilige Scheiße. Oh oh. Och nö, boah, das wird doch nicht schwer, nö. Tja, wer hätte das, ne. Wer in der Mitte, ja. Nö, das, tut mir leid, das wäre zu schwer gewesen. Jemand hat etwas auf das Fensterbrett geätzt. Aber es ist mit trockener Tinte verdeckt. Ich muss die Tinte irgendwie entfernen. Mit Feuer. Nö. Ich schreibe dies an meinen Nachkommen. Dunkle Zeiten stehen uns bevor. Auf der Erde wird das Chaos herrschen und Dämonen werden sich über die Menschen erheben. Aber vielleicht niemals den Glauben daran, dass das Gute triumphieren wird. Es gibt einen Weg, um die Armee der Chaos zu besiegen und das verfluchte Juwel zu vernichten. Derjenige, der Mut genug ist, sich dem Chaos dem Weg zu stellen, muss 4 magische Schädel finden, um ein Orgel aus dem Jerichoer Pfeifen bauen. Okay, und wir haben einen Eintrag, die Orgel von Jericho. Ich habe den Körper eines toten Menschen in einem Korridor im Tempel gefunden. Neben ihm lag eine Nachricht, in der er über die kommenden dunklen Zeiten und über den Dämonen, die die Erde überherrscht werden, schrieb. Dass es nur eine Möglichkeit gab, die Armee der Chaos aufzuhalten. Derjenige, der mutig genug ist, sich dem Chaos in den Weg zu stellen, muss 4 magische Schädel finden,
und eine Orgel aus dem jährischen Pfeifenbauen. Das bezieht sich wohl auf die Orgel, die ich im Haus der tausend Türen gesehen habe. Die ist dann schon mutig dann, wenn die das machen will. Ja, das ist immer... Oh nein, den Tiger auch noch. Boah, wo muss man die überall einsetzen? Seltsame Statuen. Das sieht wie ein geheimes Versteck aus, aber ich kenne die Kombination nicht. Und die Expertenobjekte finde ich irgendwie nicht. Da müsste ich hier viel mehr rumgucken, fällt mir gerade ein. Ein Puzzleteil fehlt. Ach du Kacke. Ne, das habe ich noch nicht. Ich habe nur die komischen Reinigung. Warte mal, das Reinigungsmittel. Ah. Masken. Die Masken. Sie den Statuen in der Halle gegenüber von diesem Fenster sehr ähnlich. Ich sollte mir die Reihenfolge merken. Ach du Scheiße. Klicke auf die Köpfe der Statuen, um sie in der richtigen Position zu prägen. Die richtige Position hast du bereits irgendwo gesehen. Jetzt ist das schmale. What? Ist irgendwo mit ab. Der Bart muss hier hinten sein. In der Mitte mit die komischen nee. Ah, das in der Mitte, nee, das muss hier an hier hinten. Puzzleteil und jetzt kann man hier hinten. Let's go. Stell das Bild wieder her, indem du die einzelnen Teile vertauschst. Ich glaube, das kommt weiter unten hin, so weit oben kommt das irgendwie, finde ich nicht. Ah, das war sogar richtig. Dann ist das da richtig. So. So. Nee, das kommt hier auch nicht in der Mitte. Das kommt da hin. Das kommt hier hin. Das ist auch schon richtig. Das kommt doch weiter runter. Warte mal, das kommt da hin. Nee.
Das kommt dahin. Nö, dann kommt das dahin. Dann das dahin. Hm. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das kommt doch. Ah, dann kommt das hier vertauscht. So. Oh, das ist jetzt schon. Ach, die kommen an der Seite. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das hier überall hinkommt. Ah, das kam da oben hin. Das kommt da hin. Und jetzt noch diese. So, zack, fertig. Bruder, aber der ist dünn. Ich komme hier rein. Diese Kreise. Dieser Kreis erinnert mich an die chinesische Kalender. Einige der Tiere fehlen. Doch, das kommt da dahin. Dann das dahin. Haben wir jetzt schon alle? Nee. Einer, das Schwein fehlt noch. Ey, du Schwein. Der Gong ist aus Kupfer. Ich brauche einen Gongschläger, um ihn zu schlagen. Okay. Alle sind tot. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du auch tot. Es wird Zeit für mich, diese Welt zu verlassen. Ich kann aber erst gehen, nachdem ich diese Artefakt an einem sicheren Ort versteckt habe. Ich werde Buddha um Hilfe bitten. Er und der Schädel werden diese Geheimnis auf ewig bewahren. Und wir haben einen Eintrag. Das Skelett im Tempel. Das muss wohl das Skelett meines Geisterfreund sein. In der Notiz, die er im Angesicht des Todes schrieb, beschreibt er seinen Plan, ein Artefakt zu verstecken. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Waffe, die das Feuer Juwel zerstören kann, das die Mönche umgebracht hat. Ja. Der Drache ist aus Gold. Dieser Mönche ging es anscheinend ziemlich gut. Aber sonst kann man ja auch nicht mehr machen. Da fehlt noch das komische Schwein. Hier kann man irgendwas noch machen. Ah, die Essbestecke, nö. Nö. Hä? Ja, da hinten muss man noch irgendwas machen. Heu! Jetzt könnte man noch Heu mitnehmen. Kann man hier wieder irgendwas machen? Heu, anzünden, okay. Ey. Jetzt Feuer. Jetzt blubbert heißes Wasser. Jetzt hier eingießen. Jetzt den Tee mitnehmen.
und jetzt dem Geist geben. Ah, thank you. That's the best tea I've had in ages. Everything is coming back to me. When the fire came to the monastery and the slaughter started, I found a hiding place and stayed there for 3 days. When I came out, everyone was gone. Then a white man appeared out of nowhere. He gave me a crystal skull and asked me to guard it with my life. Lightning never strikes twice in the same place, so the dark forces that attacked your monastery will not return soon. Stay here and rest assured no one will come to look for the skull, he said. I held on to the artifact until I died, and the man was right, no one came. It's still here, which is why my spirit is not at peace. The skull is in a safe place. Please take the key. It will help you to find it. And now, I can finally go to my rest. Jetzt haben wir die Gongschläge bekommen. Und man weiß ja, wir haben ja gerade rausgekriegt, da hinten. Oh, jetzt sind wir am Wimmelbild. Das machen wir in der nächsten Folge. Mit den Gongschlägen. Weil man weiß ja, dass da hinten das gewesen war. Weil leider ist die Folge schon wieder oben. Hoffentlich hat es dir gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ein Tagebucheintrag haben wir auch bekommen. Und das zu wissen, was da drin steht, würde ich lieber in der nächsten Folge einschalten. Wiedersehen!